Ja, hi, ich hatte auch mal wieder Bock, ein Video zu erstellen. Und zwar machen wir moderne Starthäuser, wie man sieht. Und, also es wären kleine Starthäuser, Überraschung. Und das ist für unser Lauchmann-Pferdemann-Let's Play. Das wären nämlich die beiden Damen, die dann hier einziehen. Und ich wollte einfach so kleine Buden. Ich habe da so eine kleine Inspiration gefunden. Und die wollte ich einfach mal nachbauen, die Häuser. Müssen wir noch mal gucken, wie wir das machen. Ja, ich denke, das passt von der Größe. So, jetzt werde ich mal ganz kurz. Jetzt haben wir dann hier die Vierer, genauso. Dann packen wir die mal hier hin. Und die packen wir mal hier hin. Dann gibt es hier so Zäune, die das Ganze trennen. Oh, das ist irgendwie alles neu hier, ne? Sehe Dinge. Interessant. So, ich wollte hier sowas nehmen. Ist mal ein Weiß vielleicht oder Beige. Na, wir nehmen mal dieses Dunklere hier. Wir haben dann hier und hier quasi so zwei Häuschen hat, die dann so ihre eigenen Grundstücke auch haben. Ja, das reicht, denke ich. Wir müssen es ja von der Größe her jetzt nicht übertreiben, ne? So. Ja, ein noch. So, ein. So. Ja, ich, also wer meine Bauwerke kennt, der weiß, dass ich immer erst ein bisschen ausprobieren muss, bis ich das Traumdesign gefunden habe. So. Jetzt. Machen wir hier noch die Eingänge. Entfernen wir das einmal. Und hier oben drüber kommen dann auch noch zwei. Also auch noch so ein Stockwerk. So. Das sieht doch gut aus. Aber das ist mir irgendwie zu hoch. Wir machen das mal niedriger. Ja, das ist gut. Das ist gut. So, hier ist es jetzt so, dass wir hier ein hervorstehen. Und hier so zwei. Mal so. Das hat alles schon seine Berechtigung. Also das machen wir weg, das machen wir weg, das machen wir weg. Genau. So. Dann. Wir nehmen mal was mit Glas hier. Ich glaube, Glas ist ganz gut. Das können wir dann auch so beigefarben machen. Das ist ganz praktisch. Dann ist hier oben nämlich so ein kleiner Balkon. Das ist schon mal gut. Dann hätte ich gerne noch. Machen wir das hier auch. Wir können so kleinere hier nehmen. Ich finde die hier ganz gut. Wobei hier das mit Glas, glaube ich, besser ist. So. Ja, doch, das ist ganz gut so. Das ist ganz gut so. Na, jetzt schauen wir mal. Jetzt brauche ich hier Dächer. Um das Design kümmern wir uns gleich. Dach kann man, glaube ich, gar nicht so zurückpacken. Nee, ich glaube nicht. Huch, jetzt ist mir natürlich erstmal das Smartphone runtergefallen. Wie machen wir das? Ach, wir machen das so, das passt schon. So. Ja, ein tiefer hier noch, ne? Ja, das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Will ich das abgrenzend haben? Schön. Wir ziehen das hier doch durch. Wobei wir hier auch so eine Trennwand reinziehen könnten. Doch, das hat was, das machen wir. Dann nehmen wir den ganz stumpfen.
dass das alles auch hält. Ich mag das einfach, das so zu verbauen. Ja, genau. Ich wollte es auf jeden Fall quer haben. Zwar irgendwie alles jetzt so ein bisschen krumm und versetzt, aber egal. So, dann bauen wir die hier hinten nochmal hin. Ach, Spiel. Mach mich doch nicht fertig. So. Und die aus der Mitte entfernen wir dann doch wieder. Und das Ding entfernen wir auch. So. Dann. Oh, da habe ich eine Idee. Das ein zurück machen. Hier die Decke entfernen. Dann können wir das ja so vorziehen, oder? Perfekt. Ah, so machen wir das. Das sieht gut aus. Dann müssen wir hier noch die Decke entfernen. Dann kommt hier natürlich noch so ein Teil. Ja, das ist ein bisschen hell. Ja, das ist perfekt. Schön. So kann man das erstmal machen. Dann, ich hatte überlegt, dass wir hier einfach stumpf Asphalt hinlegen. Das hier. Erdreichboden. Ist das in dunkel? Das ist irgendwie doof. Finden wir das denn, ey, Metall? Boden aus gebürstetem Metall, ey, auf jeden Fall. Haben wir hier kein Asphalt? Da Gummi trifft Straße. Das ist perfekt. So. Das ist schon ein bisschen besser. Dann können wir nämlich hier so ein Auto hinstellen. Warte mal, Leerzeichen, Enter. Das war ja der Trick, den Daniel hatte. Und dann ganz unten. Müssen wir nur die Autos finden zwischen dem ganzen Scheiß. Yay. So ein Mist. Und welche Blumen. Ich hätte die Hidden Objects nicht anmachen sollen dafür. Fällt mir dann auch mal auf. Hier sind Autos. Sehr schön. Aber leider auch nicht so die Autos, die ich brauche. Ah, das sieht gut aus. Dann gibt es hier so ein weißes Auto. Und noch ein weißes Auto, was soll's. So. Was ist das hier eigentlich? Die Gartenlaube, geil. Aber nein, das ignorieren wir mal. Also was ist auch geil hier, ne? Können wir aber halt echt nicht gebrauchen gerade. Steinmauer. Nee. Lassen wir mal alles weg. Lassen wir mal alles weg. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das Design. Und als Grundbaustein hätte ich gerne. Nehmen wir erstmal sowas hier. Ja, ich mach das mal ein bisschen heller, ne? Dann sieht man auch mal was. Eigentlich müssen wir hier hinten irgendwie auch noch was machen. Guck mal. So.
Oder wir machen symmetrisch. Wir machen das einfach symmetrisch. So, dann entfernen wir das mal. So. Da wollte ich das nicht haben. Dankeschön, Spiel. So. Ändern wir gleich einfach alles. Das ist ja nicht das Problem. Müssen wir das halt auch mal umstecken, aber das geht ja, ne? So. Aber bis wir das hier mal fertig gebaut haben, ne? Eieiei. So. Das Einrichtungsvideo, das wird auch sehr wahrscheinlich. Wo sind denn die unteren? Egal. Das wird wahrscheinlich auch extra kommen. Ach, hier haben wir die auch, die unteren. Wollen wir das hier auch so machen mit dem Eingang? Ich finde das eigentlich ganz cool. Doch, wir machen das hier auch so. Das wollte schon was. Verdammt. Dann machen wir das einmal so. Einmal die Wände bitte wieder hoch. So, mich nervt immer, dass man solche Nachrichten hier kriegt. Vielleicht kann man das auch ausstellen oder so. Keine Ahnung. Gut, dann müssen wir das hier jetzt auch nochmal machen. Aber das ist ja nicht schlimm. Wenn ihr das irgendwie mal nachbauen wollt oder so, könnt ihr es ja gleich richtig machen. Dann gibt es hier noch den Ruhestifter, heißt der, glaube ich. Dann haben wir gleich hier schon alles angemalt. Wir müssen mal die Decke noch entfernen. Perfekt. Ich überlege gerade, eigentlich können wir das auch hier so hinpacken, oder? Ja. Das gefällt mir besser, wenn wir das hier so abschließend machen. Dann überlege ich gerade, den doch noch einen reinzumachen. Den einen zurück. Das hat irgendwie mehr was. Machen wir so. So, den noch einen rein. Den einen zurück. Dann müssen wir die auch umsetzen. Überlege, ob wir den Eingang einfach dahin machen und hier könnte man was mit Blumen machen. Könnte man so ein schönes Kies-Ding nehmen und hier irgendwas mit Kies hinbauen oder so, mal gucken. Da finden wir bestimmt was. So, jetzt aber erstmal schnell mit den Fenstern gucken. So, ich hätte schon gern schöne Fenster. Überraschung. Kann man so für die Seite nehmen, aber irgendwie auch nicht, weiß ich nicht. Wir nehmen die einfach in Schwarz. Von der Seite auch. Ja,
haben wir das jetzt hier gemacht? Ich muss nochmal nachgucken. Vom Eingang. Aber da haben wir den Eingang auf der anderen Seite. Ja, okay, dann machen wir das hier so. Ach, von hinten müssten wir die dann auch nochmal zurückpacken, ne? Okay, warte, so. Ups. Ich wollte schon das ganze Teil hier nehmen. Dankeschön. So, dann. Ja, so ist es. Ach, dann müssen wir hier noch erweitern. Ja, so geht das doch. So geht das doch. Dann haben wir jetzt auch gleich direkt wieder ein Maß, was wir benutzen können. Perfekt. Das muss noch hier hin. Und das auch. Das muss auch noch zurück, ey. Wir kommen hier noch zurecht. Wir schaffen das noch. Sehr schön. Wobei ich, glaube ich, doch auch gerne das hier so haben möchte. Okay. Machen wir erstmal so. Gut. Das ist erstmal Teil 1 vom Bauvideo. Und wir werden uns dann gleich um Teil 2 kümmern. Das wird auf jeden Fall so nicht bleiben. Und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part.